Die als vermisst gemeldete Oppositionspolitikerin Maria Kolesnikova ist laut belarussischen Angaben an der Grenze zur Ukraine festgenommen worden. Der Grenzschutz des Landes bestätigte die Festnahme. Laut Interfax Ukraine habe Kolesnikova ihren Pass zerrissen, als Sicherheitskräfte sie zur Ausreise zwingen wollten. Die Opposition hatte am Morgen noch keine Informationen über ihren Aufenthaltsort. Der deutsche Außenminister Heiko Maas hatte zuvor seine große Sorge zum Ausdruck gebracht. Die Repressionswelle sei nicht hinnehmbar. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell erklärte, die EU werde Sanktionen gegen die Verantwortlichen für Gewalt, Unterdrückung und die Fälschung von Wahlergebnissen verhängen. Bei Massendemonstrationen am vergangenen Wochenende in Belarus waren mehr als 600 Personen verhaftet worden, darunter auch Maria Kolesnikova, eine der wichtigsten Anführerinnen der Demokratiebewegung. Seit Montagvormittag gab es kein Lebenszeichen mehr von ihr. Der Koordinierungsrat der Demokratiebewegung ging davon aus, dass sie im Zentrum der Hauptstadt Minsk von Unbekannten entführt worden war. Man habe Polizei und Geheimdienst kontaktiert und immer noch keine Informationen über ihren Verbleib, so der Anwalt von Maria Kolesnikova. Ihre Sicherheit habe oberste Priorität. Millionen von Belarussen vertrauten ihr und bewunderten sie für ihren Mut, für die Bürgerrechte zu kämpfen. Die 38-jährige Kolesnikova, die viele Jahre in Stuttgart wohnte und dort Kulturprojekte managte, ist eine der wichtigsten Oppositionellen, die sich gegen Lukaschenko stellen. Einige Mitarbeiter des Koordinierungsrates waren zuvor schon festgenommen worden oder ausgereist. Seit mehr als 4 Wochen wird in dem zwischen Russland und EU-Mitglied Polen gelegenen Land täglich demonstriert. Die Behörden gehen gezielt gegen Oppositionelle vor. Hintergrund ist die Präsidentenwahl am 9. August. Lukaschenko hatte sich danach mit 80,1% der Stimmen zum Sieger erklären lassen. Die Opposition hält dagegen ihre Präsidentschaftskandidatin Svetlana Tichanowskaja für die Siegerin. Die Wahl in Belarus steht international als grob gefälscht in der Kritik.